und der FPÖ-Parteiobmann ist jetzt bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, grüß Gott. Herr Stache, beginnen wir beim Highlight der FPÖ in diesem Jahr, der Bundespräsidentenwahl. Bei der ersten Stichwahl, die von der FPÖ ja wegen möglicher Manipulationen angefochten wurde, hat Norbert Hofer 30.000 Stimmen Rückstand gehabt. Bei der Wiederholung, die laut FPÖ völlig korrekt war, waren es dann fast 12-mal so viel, weit mehr als 300.000 Stimmen Rückstand. Haben Sie eine Erklärung dafür? Es wird sicherlich viele Begründungen dafür geben. Es ist offensichtlich dem Präsidentschaftskandidaten Van der Bellen, der am Ende die Wahl gewonnen hat, gelungen, in der ländlichen Region Wähler, die bei der ersten Stichwahl nicht zur Wahl gegangen sind, zur Wahl zu bringen und für sich zu mobilisieren. Und es ist auch im städtischen Bereich sehr gut gelungen, Van der Bellen offensichtlich auch besser zu mobilisieren. Das schlechteste Ergebnis hatte Hofer ja interessanterweise ausgerechnet in Wien, nicht mal 35%, jenes Bundesland, wo Sie seit über 12 Jahren FPÖ-Landesobmann sind. Wie erklären Sie sich denn das? Ja, es zeigt, welch großartiges Ergebnis uns bereits bei der letzten Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl mit 30,7% gelungen ist, wo wir ja das historisch beste Ergebnis in der Geschichte einer Gemeinderats- und Landtagswahl erreicht haben. Die Logik verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist eine, kann ich Ihnen gerne erklären, denn Sie verwechseln Äpfel mit Birnen. Es hat sich um eine Präsidentschaftswahl und nicht um eine Parteiwahl gehandelt jetzt. Und es handelt sich Wien um eine Stadt, die letztlich nicht mit ländlichen Regionen zu vergleichen ist, sondern wenn mit anderen Städten wie Linz und Graz. Und da sehen wir, dass wir im städtischen Bereich, wenn es um Potenzialbereiche geht, heute ja durchaus bei 35 bis höchstens 39% als Partei Höchstpotenzialmöglichkeiten haben, während in der ländlichen Region diese Potenziale höher sind. Jetzt gibt es aber seit der Bundespräsidentenwahl auch eine Diskussion, ob Herr Hofer nicht möglicherweise als Person besser bei den Wählern ankommt als Sie. Warum glauben Sie denn, dass Sie bei der nächsten Nationalratswahl der bessere Spitzenkandidat für die FPÖ sind als Hofer? Die Frage stellt sich gar nicht. Wir haben seit geraumer Zeit eine Diskussion in der Partei gehabt, wo wir den besten Präsidentschaftskandidaten gesucht und zum Glück mit Norbert Hofer gefunden haben. Und wir haben seit geraumer Zeit auch eine Partei, die einen Obmann hat und der nicht in Frage steht, denn das Thema. Es ging gar nicht um Obmann, es ging um Spitzenkandidat auch, für die nächste Wahl. Offenbar ist der Hofer sehr, sehr populär, hat deutlich bessere Popularitätswerte als Sie in allen Umfragen. Warum sind Sie, glauben Sie, der bessere Spitzenkandidat? Schauen Sie, die Frage stellt sich nicht, weil Norbert Hofer weder Interesse hat, Parteichef zu werden, noch als Kanzlerkandidat ins Rennen zu gehen. Er wollte auch nicht Präsidentschaftskandidat werden. Er hat sich dafür entschieden, ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und jetzt sehen Sie, dass wir viele Persönlichkeiten in der Freiheitlichen Partei haben. Vormals war jahrelang die Diskussion in den Medien, die geführt worden ist, die Freiheitliche Partei hat nur den HC Strache und niemanden anderen. Jetzt gibt es neben dem HC Strache eine Persönlichkeit wie Norbert Hofer. Es gibt neben Norbert Hofer Landeshauptmann, Stellvertreter, die Persönlichkeiten sind wie Manfred Heimbuchner oder auch Hans Schürz. Es gibt neue junge Landesobleiter wie Mario Kunasek oder auch eine Marlene Swatzek in Salzburg oder auch ein Gernot Dahmann in Kärnten. Wir haben viele exzellente Persönlichkeiten und das werde gerade ich in Zukunft, wenn wir stärkste politische Kraft werden, dank der Wähler und die Chance haben, den Kanzler zu stellen, auch in den Ministerämtern auch brauchen. Ich brauche Persönlichkeiten als zukünftig möglicher Kanzler und da kann ich mich auf eine tolle Mannschaft verlassen. Aber so entspannt wie jetzt wirken Sie da nicht immer. Nächste Woche findet in Salzburg das traditionelle FPÖ-Neujahrstreffen statt. Und da gibt es ein Prospekt dafür, das blenden wir jetzt auch kurz ein. Und da waren ursprünglich auf diesem Prospekt, das man da jetzt sehen kann, waren als Redner die Landesobfrau Sie und dann Norbert Hofer angekündigt. Nach einer Intervention aus Wien musste das aber dann geändert werden, gab es ein neues Prospekt und da stehen jetzt Sie als einziger Hauptredner und dann wurde auch noch das Foto von Norbert Hofer verkleinert gegenüber Ihren. Das sieht doch schon noch ein bisschen Konkurrenzkampf aus, oder? So interpretieren Sie etwas hinein, aber ich verstehe das natürlich, dass die Medien und auch der politische Mitbewerber ein Interesse haben, künstlich eine Debatte zu inszenieren, die es bei uns nicht gibt. Das hat der Mitbewerber gemacht, das hat die FPÖ gemacht. Also, das ist eine Voreinladung gewesen, die eben nicht korrekt oder richtig war, die dann auch in Folge korrekt auch veröffentlicht worden ist. Und daraus macht man kein großes Drama. Da mache ich kein großes Drama, aber wirkt das sehr souverän, wenn der Herr Hofer dann kleiner werden muss auf dem Plakat? Schauen Sie, ich bin halt der Grafiker und ich bin auch nicht der, der die Einladungen macht, sondern das wird seit Jahren auch so vorgenommen, wie es vorgenommen wird, dass beim Neujahrstreffen in dem Fall der Herbert Kickl eine Vorrede halten wird, auch die Marlene Swatzek als Landesobfrau, auch unser Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer und dann ich, wie immer auch als Parteichef, dann die Rede halte. Jetzt haben wir es schon im Vorbericht gehört, die FPÖ liegt in allen Umfragen der letzten Monate stabil auf dem ersten Platz, deutlich über 30%. Aber bei der sogenannten Kanzlerfrage, da liegen Sie ganz deutlich hinter Ihrer eigenen Partei und hinter Christian Kern und ganz weit hinter Sebastian Kurz, wenn man den abfragt. Warum ist das so, glauben Sie? Ja, deshalb freue ich mich auf die kommenden Wahlen, um das Gegenteil zu beweisen.
beweisen. Aber warum ist es so? Schauen Sie, ich habe ja andere Umfragen als Sie. Das heißt, es ist immer eine Frage, auf welche Umfragen man sich stützt. Ich habe die Umfragen, dass seit dem Jahr 2005 die Freiheitliche Partei eine sehr nachhaltige Wählerschaft aufgebaut und gewonnen hat, gerade aufgrund der Spitzenkandidaten. Und das sind über 80%, die von Wahl zu Wahl gerade wegen dem Spitzenkandidaten die Freiheitliche Partei wählen. Aber haben Sie eine Frage, wo Sie in der Kanzlerfrage auf Platz 1 sind? Ja, sonst würde uns die österreichische Bevölkerung nicht, wie in Umfragen bestätigt, heute über 30% geben, wenn man nicht nachhaltig eine Veränderung in Österreich sich demokratisch wünschen würde. Sonst würde man ja andere Parteien wählen. Das heißt, das muss ja auch Ihnen logisch einleuchten, dass wenn wir heute in den Umfragedaten so gute Werte haben, die Menschen natürlich eine Veränderung wollen und natürlich die Freiheitliche Partei mit mir als Spitzenkandidaten und mit meinem Team wählen, weil sie wollen, dass wir Verantwortung übernehmen und weil man wünscht, dass endlich diese rot-schwarze Stillstandsregierung aufgebrochen wird. Gut, es könnte auch sein, dass die Wähler die Freiheitlichen einfach als möglichst starke Oppositionspartei haben wollen. Jetzt ist es im Aber Beitrag... Irren Sie sich gewaltig, Herr Wolf. Ich weiß es nicht, Ingolstadt, ich habe nur die Frage gestellt. Jetzt ist im Beitrag die Frage angesprochen worden. Jörg Haider hat einst, um die FPÖ in eine Regierung zu führen, selbst auf ein Ministeramt in Wien verzichtet, weil Schüssel mit ihm keine Regierung machen wollte. Wäre es denkbar, dass Sie, um der FPÖ eine Regierungsbeteiligung zu ermöglichen, auch auf ein Regierungsamt verzichten, wenn das die Bedingung wäre? Gut, dass Sie die Parteigeschichte auch angesprochen haben. Ja, Jörg Haider hat viele Fehler auch begangen, neben den großartigen Leistungen, die er für die Freiheitliche Partei erzielt hat. Und wir werden diese Fehler mit Sicherheit nicht wiederholen. Wenn wir stärkste politische Kraft werden, dann ist das ein demokratiepolitischer Anspruch für den Kanzler, auch für eine Regierungsverantwortung. Und da sucht sich keine andere Partei den Kanzler, den wir nominiert haben, aus und auch nicht die Minister. Gut, möglicherweise werden Sie aber nicht stärkste Partei. Die Frage ist, eine Koalition mit der FPÖ, jetzt als Erster oder Zweiter, die gibt es nur mit Heinz-Christian Strache in der Regierung. Ja, selbstverständlich. Wenn man als Spitzenkandidat einer Partei antritt und auch die demokratische Legitimation durch die Bevölkerung erhält, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Und wenn andere Parteien dazu nicht bereit sind, dann zeigt das nur, dass sie offenbar demokratische Wahlergebnisse nicht bereit sind zu akzeptieren. Sehr umstritten war in diesem Jahr auch Ihre Außenpolitik, zum Beispiel dieser Partnerschaftsvertrag mit der Partei Einiges Russland von Wladimir Putin. Putin gilt jetzt in der ganzen westlichen Welt als autoritärer Staatschef, der Grundrechte und Oppositionelle, also Grundrechte missachtet, Oppositionelle, kritische Medien drangsaliert, in Syrien Kriegsverbrechen begeht, sagt die UNO. Warum schließen Sie ausgerechnet mit so einer Partei einen Partnerschaftsvertrag? Ja, da müssen Sie oder muss ich Sie auch leider wieder korrigieren. Es ist ausdrücklich kein Partnerschaftsvertrag, sondern ein Arbeitsübereinkommen. Sind Sie da ganz sicher? Ja, steht also so auch im Vertrag drinnen. Sind Sie da ganz sicher? Arbeitsübereinkommen, ja, selbstverständlich. Dann das definiert. Das wundert mich jetzt deswegen, weil ich habe heute FPÖ-TV geschaut. Mhm. Und da gibt es ein Interview mit Ihnen zu dem Thema. Das können wir uns ganz kurz anschauen. Gut. Der Termin hier in Moskau war sehr wichtig, nämlich heute einen Partnerschaftsvertrag mit der Partei Einiges Russland zu unterzeichnen, ist ein ganz ein wichtiger Schritt in Richtung Friedensstiftung. Also vor zwei Wochen war es ein Partnerschaftsvertrag. Dann habe ich mich hier geirrt, denn es ist kein Partnerschaftsvertrag, sondern ein Arbeitsübereinkommen, ausdrücklich kein Partnerschaftsvertrag. Es ist ein Arbeitsübereinkommen, so wie es im Vertrag auch schriftlich definiert wurde. Was ist der Unterschied? Naja, ein Partnerschaftsvertrag ist mehr. Ein Partnerschaftsvertrag zwischen Parteien ist mehr als ein Arbeitsübereinkommen. Das Arbeitsübereinkommen definiert Folgendes, dass man hier einen diplomatischen Austausch zwischen den Abgeordneten sicherstellt, dass man versucht, gemeinsam die österreichisch-russischen Beziehungen zu optimieren, dass man den Dialog sucht, dass man sozusagen auch hier versucht, die gegenseitigen Positionen nicht nur sich anzuhören, sondern da oder dort auch natürlich zu verstehen und ein bisschen auch hier da oder dort sich auch entsprechend, wenn es um Vermittlung geht, auch einzubringen. Wir lehnen ja die Sanktionen gegen Russland ab, weil sie wirtschaftsfeindlich sind und weil sie auch nicht unserer neutralen Tradition entsprechen. Jetzt gab es auch intern an der Außenpolitik der FPÖ durchaus Kritik dieses Jahr, und zwar ausgerechnet von ihrem Vertreter, Hein Buchner, einem der erfolgreichsten FPÖ-Politiker. Der hat in einem Interview gesagt, diese engen Beziehungen mit Le Pen und AfD, die sind nicht so gut für die FPÖ. Ihm stehe die CSU, die bayerische CSU, näher als Marine Le Pen. Ihnen auch? Also, dass die CSU mit der Politik, die sie rund um die deutsche Bundeskanzlerin Merkel unterstützt hat, nämlich die Grenzen zu öffnen und Millionen Menschen ins Land hereinzulassen und nicht darauf zu achten, wer da hereinkommt, das ist nicht etwas, was ich unterstütze. Und die CSU hat auch jede
Zusammenarbeit in unsere Richtung gar nicht gewollt oder will das auch gar nicht, im Gegenteil. Wir haben heute Partner in Europa, und zwar mit italienischen Partnern, mit der Lega Nord oder auch mit der Frauke Petri aus Deutschland, mit der AfD oder auch mit Marine Le Pen und anderen wie Gerd Wilders, wo diese Partnerschaft gut funktioniert und wir eine Europafraktion sichergestellt haben, die auch einzigartig ist. Die ist ja keinem Obmann zuvor in der Freiheitlichen Partei gelungen, und dazu steht die Partei einstimmig auch im Bundesparteivorstand. Wünschen Sie sich, dass Marine Le Pen französische Präsidentin wird? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass Marine Le Pen diesen Schritt in Richtung der französischen Präsidentschaft auch erfolgreich abschließen kann. Und das wäre sicherlich für Frankreich eine interessante und positive Entwicklung. Le Pen will aus der EU austreten mit Frankreich und aus dem Euro austreten. Alle Experten sind sich einig, die EU wäre dann kaputt. Warum wünschen Sie sich das? Schauen Sie, ich möchte das auch hier noch einmal klarstellen. Wir Freiheitlichen sind gegen einen Austritt aus der Europäischen Union. Das unterscheidet uns auch von Partnern, mit denen wir in der Europäischen Fraktion da oder dort auch inhaltlich zusammenarbeiten. Das habe ich jetzt aber gar nicht gefragt. Aber Herr Stache, ich muss schon wieder auf die Zeit schauen. Ja. Sie wünschen sich, dass Le Pen französische Präsidentin wird. Das zentrale Ziel von Frau Le Pen ist, dass Frankreich aus der EU austritt. Innerhalb von 6 Monaten will sie eine Volksabstimmung machen. Dann ist die EU kaputt. Warum wünschen Sie sich dann, dass Frau Le Pen Präsidentin wird? Marine Le Pen wünscht sich eine andere, neue Europäische Union. Eine Europäische Union, die nicht in Richtung zentralistischen Bundesstaat geht. Marine Le Pen wünscht sich eine Entwicklung auch in Europa, wo man endlich aus den Fehlern lernt und wo Reformen auch... Ein Frexit wird Teil meiner Politik sein. Innerhalb von 6 Monaten nach der Wahl wird es eine Volksabstimmung über den EU-Austritt geben. All das hat Frau Le Pen in den letzten Wochen gesagt. Das ist nicht etwas, was wir unterstützen. Aber natürlich muss man, wenn es eine Volksabstimmung gibt und wenn das der Wille der Mehrheit der Franzosen sein sollte, das auch respektieren und akzeptieren, genauso wie in Großbritannien, auch wenn das nicht unser Wunsch ist. Und genauso sagen wir klar und deutlich, dass wir nicht aus der Europäischen Union austreten wollen. Wer Europa im Herzen hat, und das haben wir als österreichische Patrioten, der muss letztlich Kritik an Fehlentwicklungen auch artikulieren und der muss dafür Sorge tragen, dass Europa sich wieder hin zu den Bürgern entwickelt und dass es auch diese kulturelle Vielfalt statt einer Einfalt eines zentralistischen europäischen Bundesstaates gibt. An dieser Stelle müssen wir aufhören. Herr Stache, danke für den Besuch. Schade, dass so wenig Zeit war. War eh relativ viel, waren über 10 Minuten.